möchte euch heute eine Geschichte erzählen. Um das Jahr 1900 reiste der Missionar Hoffmann zusammen mit seiner Frau nach Neuguinea, um dort den einheimischen Papua von unserem christlichen Glauben zu erzählen. Um diese Stelle antreten zu können, mussten er und seine Frau die drei Kinder in der Heimat zurücklassen. Eine der Hauptaufgaben von Hoffmann bestand darin, die Bibel in die Sprache der Einheimischen zu übersetzen. Und das gestaltete sich an der einen oder anderen Stelle als echt schwierig. Und so überlegte Hoffmann lange, wie er das Wort Hoffnung am besten übersetzen könnte. Und so richtig fiel ihm nichts ein. Und so nahm er zunächst das Wort Warten und war sich aber bewusst, dass es das nicht so richtig traf. Warten. Ich selber würde mich als geduldigen Menschen bezeichnen, aber mit aktivem Warten tue ich mich echt ein bisschen schwer. Beim Einkaufen an der Kasse, im heißen Sommer vorm Freibad oder an der Eisdiele oder die langen Schlangen vorm Stadion, wenn ich ein Konzert besuchen will. Da habe ich keine Lust zu warten. Da möchte ich, dass es schnell weitergeht, denn ich habe das Schöne ja direkt vor Augen. Ich möchte schnell wieder nach Hause. Ich möchte im Sommer die lang ersehnte Erfrischung endlich genießen können. Und ich möchte schnell ins Stadion rein, um endlich meine Lieblingsband live sehen zu können. Und in Corona-Zeiten, worauf wartest du in dieser Zeit? Auf die Aufhebung der Ausgangsbeschränkungen? Darauf, dass du deine Lieben wieder in die Arme schließen kannst, Freunde treffen, Gottesdienst in der Kirche feiern, den Hobbys nachgehen? Oder ist es doch eher der Antrag deiner Firma auf Kurzarbeit, die lang ersehnte Antwort auf eine Bewerbung, die aber nicht kommt, oder das Ergebnis eines Tests vom Arzt? Wir alle müssen in diesen Zeiten Entbehrungen hinnehmen und die einen trifft es hart und existenziell und die anderen weniger. Wir müssen über die Maßen geduldig sein und es bleibt uns nichts anderes übrig, als einfach abzuwarten. Aber was hat das Warten mit Hoffen zu tun? Ich will euch die Geschichte zu Ende erzählen. In Neuguinea wurden dem Missionar und seiner Frau ein weiteres Kind geschenkt und die Freude darüber war riesig groß. Doch das Kind wurde sehr schnell krank und verstarb. Am nächsten Tag stand Hoffmann in der Werkstatt und zimmerte einen Sarg für sein totes Kind. Tränen liefen ihm ununterbrochen über die Wangen und benetzten das Holz, das er hobelte. Er wurde schon eine ganze Weile von einem Einheimischen dabei beobachtet und schließlich sprach der ihn an: Hoffmann, wirst du uns jetzt verlassen? Nein, antwortete der, ich bleibe. Aber auch du wirst eines Tages sterben, sagte der Einheimische. Und was wird dann aus deinen anderen drei Kindern? Hoffmann antwortete, die sind in Gottes Hand. Hoffmann, was seid ihr Jesusleute nur für Menschen, sagte der Einheimische. Ihr habt andere Herzen als wir. Und nicht wahr? Ihr könnt durch den Horizont schauen. Und da hatte Hoffmann seine Übersetzung für Hoffnung. Hoffen heißt, durch den Horizont in den Himmel schauen. Um durch den Horizont in den Himmel schauen zu können, um hoffen zu können und um das Warten erträglicher zu machen, können wir Jesus-Leute unseren Glauben benutzen. Wir können ihn aktiv einsetzen und darauf vertrauen, dass die Dinge sich wieder zum Guten wenden werden. Es ist manchmal nur so ein starkes Gefühl, das man hat, dass heute nicht der richtige Zeitpunkt ist, um einfach aufzugeben. Ein Gefühl, das nicht zu erklären ist, aber das einfach da ist. Der Glaube und das Vertrauen, dass Gott bei uns ist, dass er mit uns geht, dass er an unserer Seite ist und uns auch trägt, egal wie schwer der Weg noch werden wird. Und der Glaube daran, dass es am Ende gut wird. Übrigens hat Hoffmann auch für das Wort Glaube noch eine Übersetzung in die Sprache der Papua gefunden. Glauben heißt mit dem Herzen sehen. Bleibt behütet.